Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind hier in Zion, im Zin Siehst Zion. Du die Handabdrücke? Psst. Wüstenpferde Psst. Und Tränenvolk markieren damit verbotene Orte. Orte von damals. Glück für dich, dass ich nicht daran glaube. Okay, wir sind hier in Zion, um ein bisschen uns umzuschauen. In Zion, genau, wir haben einen Park Ranger Hut. Ich ganz vergessen. Wie sieht denn der aus? Vollkommen scheiße. Sieht der aus? Wesentlich besser. Okay. Ist interessant, den Park Ranger Hut kann ich reparieren mit dem Ranger Hut, aber den Ranger Hut kann ich nicht mit dem Park Ranger Hut reparieren. Naja, egal. Dann gehen wir mal runter. Weiter. Hast du was gesagt? Hast du irgendwas mit nass werden gesagt? Ups, jetzt bin ich nass geworden. Wegen dir, weil du es mir nicht gesagt hast. Grüngeckohaut. Eine Kriegskeule, die nehme ich mit. Diese Malereien zeigen die Siege der Wüstenpferde über die anderen Stämme. Seit Joshua bei uns ist, sind es viel mehr geworden. Interessant. Wir schauen uns natürlich weiterhin um. Das ist so typisch für mich. Lagerfeuer. Kann man verkaufen. Kann man auch verkaufen. Kann man erst recht verkaufen. Ja. Ich hoffe nur, dass sie hier auch so eine Art Händler haben. Falls nicht, wäre scheiße. Wir sind fast da. Achte auf Fallen im Wasser. Irgendwie muss man sich schließlich die Weißbeine vom Hals halten, oder? Ja, irgendwie schon. Aber wenn die sowas Offensichtliches nicht sehen, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, was für Gegner sind das denn dann? Ich meine, die sind ja ziemlich offensichtlich, oder nicht? Puff. Ist eigentlich ziemlich dumm von, oder... ziemlich böse von uns, dass wir jetzt sicher alles entschärfen. Mit der einfachen Begründung, weil sie dann keinerlei Fallen mehr für die Weißbeine haben. Das heißt, wir sabotieren sie ja. Aber wir kriegen dafür EP, also entschärfen wir sie. Was ist das hier? Fallen Rock Höhle. Das interessiert mich jetzt. Guck mal, eine Falle. Guck mal, das hätte dann auf uns geschießt. Ich habe eigentlich nur die Munition. Guck mal, auch das hätte auf uns geschießt. Was kriege ich dafür? Munition? Kriege ich noch was? Wieso tust du das? Wieso tust du das? Oh, 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 ich sehe hier ein Problem. Das hätte auf die Dings geschossen und die wären dann hochgejagt worden wären. Ich hörte müssen. Merkwürdige Dinge über die zivilisierten Länder außerhalb Zions. Leben dort wirklich Leute in einer riesigen Donnerechse? Donnerechse? Meinst du den Dinosaurier? Oder was? Ich sehe gerade nicht die Falle. Das stört mich, wenn ich die Falle nicht sehe. Stört mich sehr. Ah, hier ist die Falle, okay. Gewehrfallen entschärft. Schauen wir weiter. Gegengift. Was haben wir hier noch? Sind sie wirklich alle leer anscheinend? Aufbereitetes Wasser, gucken, ob es eine Falle ist. Nö. Erstmal weiter looten. Munition. Schön. Alles verkaufbar, das ist genial.
Alles, was wir hier nicht brauchen, wird sofort verkauft. Terminal. Jahr 2077. Was? So alt? Okay. 28. Oktober. 5 Tage zu Fuß unterwegs. Kann auch immer nicht schlafen. Draußen sieht es aus, als sei nichts geschehen. Der Himmel sieht irgendwie falsch aus. Das ist alles. Zurück zum umgestürzten Truck der Nationalgarde bei Tokerville? Vielleicht, wenn die Blasen verheilt sind. Sieht aus, als habe das USGS-Team irgendwas in der Höhle gesucht. Sind abgehauen, als die Bomben fielen. Haben ihre Ausrüstung zurückgelassen. Dachten vermutlich, sie hätten noch Familien, zu denen sie zurückrennen konnten. 29. Oktober. Tja, ich habe das sicher schon 1000 Mal vor mich hingesagt. Während ich hier herumwandere. Wenn ich es niederschreibe, ist es vielleicht eher so, als würdest du es hören. Du hattest recht. Ich war nördlich von Spanish Fork unterwegs, hab die 77 entlang Provo Bay genommen und nicht durch die Stadt zu müssen. Wäre in einer Stunde daheim gewesen, Motor ging aus, mein Truck hielt einfach an. Selbe bei einem Chrysler auf der anderen Spur, ich wusste es sofort. Erste Bombe schlug nach weniger als einer Minute in Salt Lake City ein. Sah nach Süden, zum Glück. Der Blitz hinter mir war so hell, als brenne die ganze Welt. Die 2 Alten im Chrysler schrien, sie konnten nichts mehr sehen. Habt ihr nicht beim Sterben zugesehen, Char? Hatte mein Augenlicht gerettet. Hab 12 weitere Blitze in den folgenden 7 Minuten gezählt. Jedes Mal bebte der Boden 18 Sekunden danach. Nach einer halben Stunde, ohne weitere Bomben, hab ich hingesehen. Ein Feuerball, wo du und Alex starben. Machte mir nichts vor. Wusste nicht, was ich tun soll. Hab meine Tasche und mein Gewehr genommen. Hab mich und um das alte Pärchen gekümmert und ihnen geholfen, sich beim Auto hinzusetzen und sich gegenseitig zu trösten. Sagte ihnen, ich würde Hilfe holen und dass alles gut werden würde. Eine Kugel durch beide Köpfe, sofort tot. 5 Tage Fußmarsch zurück nach Zion. Du hattest es mir gesagt. Hör auf, in die Wildnis zu flüchten. Ein Mann sollte bei seiner Familie sein. Du hattest recht. Du hattest recht. Du hattest recht. Du hattest recht. War nicht da, um dich und meinen Jungen im Arm zu halten. Seid ohne mich gestorben. Werde euch nie wieder berühren. Sollte mich selbst erschießen, hab's verdient. Ich kann es nicht. Bald vielleicht. 31. Oktober. Draußen fällt schwarzer Regen. Der Geigerzähler spielt verrückt. Sollte mich davon umbringen lassen. Sammle aber trotzdem Wasser hinten in der Höhle. 2. November. Klingt, als sei draußen alles tot. Kann aber nicht nachsehen. Geigerzähler schlägt voll aus, sobald ich mich auf 4,5 Meter auf den Höhleneingang nähere. Einfache Rechnung. Entweder lässt die Strahlung nach, bevor mir das Wasser ausgeht, oder ich werde diese Höhle nie wieder verlassen. Ah, das ist ein bisschen sehr intensiver Lore zum Großen Krieg. Ist aber bösartig, so ein Schicksal mitzulesen. Ich glaube, diese Kugel, die ja den Pärchen ja gegeben hat, war auch noch so das Beste, was er tun hätte können. Ich meine, naja, die wären da eh gestorben. So haben sie schnell erledigt. Oder, ja, so sind sie halt schnell von uns gegangen, sagen wir es mal so. Jahr 78. 1. Januar. Frohes neues Jahr. 2 Monate in der Höhle. Draußen noch immer tödlich. Ich kapier's nicht. In der Armee hieß es, der Fallout sei nach 2 bis 4 Wochen vorbei. Wasservorrat für weniger als einen Monat. Hab mit dem Hemd Kondenswasser von Höhlenwänden gesammelt und in Flaschen gefüllt. Tausche Kalorien gegen H2O. Lebensmittelvorrat okay. Danke, USGS. Wenn die geringste Chance bestünde, euch wiederzusehen, würde ich rausrennen. 10. Januar. Klang nach dem Sturm draußen. 2 Tage lang. Strahlung um 500 gesunken. Was ist passiert? 15. Januar. Hab rausgesehen. Schnee. Leuchtet grün. 28. Januar. Strahlung niedrig genug. Könnte es riskieren, kurz rauszugehen. Wichtiger noch, Wasser in der Höhle jetzt trinkbar. Wenn mit Red-Chemikalien versetzt. 30. Januar. Dort draußen lebt gar nichts. Das ist böse. Das ist richtig böse. Also, erstmal, was sind das für Pilze? Vor allem, das Beste ist ja, es sieht nicht nur aus wie Hirn, es blutet. Ich will wissen, was es ist. Hier scheint er Wasser gesammelt zu haben, oder? Scheint so. Ja. Ja, hat er.
Okay, hier kommt man nicht mehr raus. Das ist mies. Das ist so richtig mies. Ich meine, wenn wir jetzt mal annehmen würden, dass sowas passiert. Ich meine, selbst jetzt, es ist nicht gerade unwahrscheinlich, dass sowas passieren könnte. Ich frage mich, wo sie wohl herkommen. Wo bist du denn? Ja, es ist nicht gerade sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal passieren könnte. Weil, seien wir mal ehrlich, dank dieser gesamten Krisensituation gerade, stehen wir doch eh wieder fast in einem kalten Krieg. Also wie sowas vormachen und sagen, ey nee, sowas kann nicht mehr passieren. Ich würde sogar schon fast so weit gehen und behaupten, dass diese Welt noch nie nicht vor einem weiteren Weltkrieg stand. Klar, die Behauptung ist ziemlich vage und sollte auch nicht einfach so ausgesprochen werden. Aber wahrscheinlich ist er dennoch. Was ist das hier? Hallihallo. Was macht ihr da? Gut. Gut. Zwei Bären klatsch ab. Gut. Gut. Engelshöhle. Da gehe ich mal rein. Wir kommen in der Engelshöhle. Oi. Ausländer Soku Joshua Graham. Ob ich Joshua suche? Ja, das tue ich. Kannst du mir sagen, wo er ist? Du kennen unsere Sprache. Kluger Ausländer. Joshua auf hohem Platz in Höhle. Du zeigen Respekt, Fremdling. Joshua größter Krieger. Du zeigen ihm keinen Respekt. Er dir zeigen Donner und Feuer. Dann werde ich mich gut benehmen. Du Weise für Ausländer. Ist schon ein bisschen arrogant, so von wegen, du Weise für. Dieses Wort für einfach nur macht das Ganze von wegen, ach, du bist minderwertig, weil du bist Ausländerer. Selbst in Fallout. Ich meine, klar, sie haben es vielleicht nett gemeint, aber es kommt mir halt so vor von wegen, ja, du bist neu hier, ich halte nichts von dir. Okay. So wie ich es gehört habe, das ist wie der böse. Schatten eines Geistes. Das ist echt böse. Hallihallo. Wir hätten Ihnen beim ersten Besuch in Zion einen besseren Empfang bereiten sollen. Aber wie ich gehört habe, sind uns die Weißbeine zuvorgekommen. Weißbeine scheinen heutzutage unsere einzigen Besucher zu sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass jemand aus der Mojave kommt, um uns zu finden. Und sie sind sogar ein Kurier. Nicht der, den ich erwartet habe, aber der wäre wohl auch nicht mit einer Karawane gekommen. Ich weiß nicht, ob sie den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe nahestanden, aber sie haben meine Anteilnahme. Ich bete für die Sicherheit aller guten Menschen, die nach Zion kommen, sogar Ungläubige. Aber wir können Gott nicht die ganze Arbeit zulassen. Woher wissen Sie so viel darüber, was mit mir passiert ist? Die Wüstenpferde sind fähige Späher. Nichts kommt nach Zion oder verlässt Zion, ohne dass ich davon höre. Ich bin mit Happy Trails hierher gekommen, um mit den Neukananitern Kontakt aufzunehmen. Happy Trails. Ich erinnere mich. Sie waren gute Freunde. Ich habe schlechte Neuigkeiten für Ihren Arbeitgeber. Neukanaan wurde zerstört und die Einwohner vertrieben. Nur wegen den Weißbeinen und Caesar. Die Weißbeine möchten der Legion beitreten. Caesars Initiationsritus ist die Zerstörung der Neukanaaniter. Wahrscheinlich wegen mir. Die gute Nachricht ist, dass wir ihnen helfen können, den Rückweg zu finden. Daniel, einer der Neukanaaniter, hat Karten der Gegend gezeichnet. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ihnen nicht sofort helfen können. Dafür ist gerade einfach zu viel los. Ich werde nicht gehen, ohne meine Hilfe angeboten zu haben. Was kann ich tun? Für uns sind sie ein guter Nachbar. Wir haben alle unsere dunklen Zeiten.
In diesen Zeiten können wir uns Gott zuwenden, aber auch Freunde sind gut. Daniel und ich brauchen Vorkriegswerkzeuge, um jenseits von Zion navigieren zu können. Bei einer Evakuierung sind diese Instrumente lebenswichtig. Normalerweise würden wir von Wüstenpferden oder von dem Tränenvolk danach suchen lassen. Aber viele Vorkriegsgebäude im Tal sind tabu. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Volk Greide kann Ihnen helfen, sich im Tal zurechtzufinden. Er ist unerfahren, kennt aber unsere Sprache gut genug, um die Warnungen vor Vorkriegsgebäuden zu ignorieren. Okay, das war wohl Joshua Graham. Wir werden in der nächsten Folge nach den Sachen mal suchen und uns ein bisschen weiter umsehen. Mit Joshua Graham werden wir später nochmal, also im Laufe des Addons generell, uns ein bisschen unterhalten. Es eilt ja nicht, ne? Des Weiteren, ja, war es das für diese Folge und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Also, bis dann.